Ich habe jetzt beim Einlagern des Meerrettichs ein kunstvolles Totem bekommen? Nicht im Ernst. Das probieren wir gleich nochmal aus. Okay. Das probieren wir jetzt aber nochmal aus. Meerrettich. Kaufen. Lebt wohl. Ne. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ob da vielleicht irgendetwas verzögert aufgetaucht ist oder was auch immer. Der Meerrettich hat mir wahrscheinlich keinen Totem gegeben. Naja, egal. Es war ein Versuch wert. Die 112 Karma war es mir wert. Okay, gehen wir weiter. Zum nächsten Herzchen. Oh, und da ist eine Wegmarke Abtrünnige in Einöde. Dann holen wir uns die zuerst, würde ich sagen. Raupenlarven. Na, ich glaube, fast die Raupenlarven haben was mit dem Herzchen zu tun, oder? Helft dem Tarstar-Stamm so nah am Land der Flammen zu überleben. Tötet Harpien und zerstört ihre Eier. Sammelt Raupeneier für den Tarstar-Häuptling. Oh, okay. Das ist eine Larve, das ist ein Raupenei. Ach, da muss man schnell sein. Manchmal kommen aus dem Raupen einfach Larven. Okay, ich habe ein Ei. Ich habe ein Ei. Ach so, wir haben hier noch ein bisschen was. Hüps, 2 Silber, 74 Kupfer. Gras mal hier schon mal, wenn du schon mal jetzt gleich hingehst, die Eier ab. Und wir sind auch noch alleine hier auf der Karte. So, so. Raupenei. Ein Raupenei. Stand nicht nah genug dran. Und noch eins. Oh, da sind die Harpien. Und da ist der Tarstar-Stamm. Kann es sein, dass er das Gebiet des Tarstar-Stamms hier gerade umkämpft ist, ja? Dann gucken wir mal kurz. Ja, ich würde jetzt später, weil ich sowieso jetzt gleich die Aufnahme beende. Vertreibt die Harpien, die den Grawl-Schamanen gestört haben. Betört. Betört! Ach, betört. Ah, das sind die hier. Das ist die Harpien-Kriegerin und die junge Harpie. Ach. Solche. Hey Kumpel, ich bin da und Wein ist hier und ich helfe dir. Erfrischend. Wollen wir mal die Harpienmoral brechen. Das ist ein Krieger. Nein, das ist ein Wächter. Richtig? Ja, ein Wächter. Ich wollte gerade sagen, seine Waffe so in den Boden stecken, das macht meines Wissens nach nur der. Die ist doch schnell tot. Verdammte Axt! Da ist eine kleine. Ich schwärme zu dir, aber nicht um dich zu umschwärmen, sondern dich vom Schwärmen abzuhalten. Und wenn irgendwann wirst du noch mal Kampfeslyrik schreiben oder so, ha? Was hältst du davon? Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. So kleine Gedichte oder Gesänge zum Kampf, wie du sie manchmal so einfach von dir gibst. Ja, das kann ich wohl. Gar nicht schlechte. Kampfeslyrik. Ja, ja, warum nicht? Könnte ja ein neues Hobby werden, ne? Ach, solche Macht. Der ist schon höher, oder? Ja, der wird auf 65. Wobei, gut, ich bin auch 65. Tötet sie! Ach, wenn er jetzt mit dem Bogen hantiert, dann ist es schon Drachenjäger. Okay. Dann hat er auf jeden Fall schon Level 80 erreicht. Okay, nicht mehr viele. Aber wir müssen hier immer und immer wieder die gleichen abgrasen. Da sind wir gleich fertig. Ich brauche dem Häuptling überhaupt keine Eier mehr zu geben. Ich profiliere mich hier gerade vollkommen an den Harpien. So. Event war erfolgreich. Ach, doch, tatsächlich. Ich kann nochmal zum Häuptling gehen. Wartet mal. Wo ist der? Ist er auch gleichzeitig der Häuptlinggeber, der Herzchengeber? Ja, Häuptling der Tasta. Harpieneier, Raupeneier, alle Probleme kommen durch die Eier. Ihr seid hier, um den Tarstars Stamm mit Eiern zu helfen. Ja, ich habe ein paar Raupeneier für euch. Außerdem habe ich geholfen, euch hier mit dem Harpienproblem zu helfen. Sehr lecker! Ihr seid ein Freund! Ja, gern geschehen. Bleibe und bewache euer Gebiet, wenn ihr geht. Die Brennenden kommen hierher, wenn wir sie nicht aufhalten. Eure Worte klingen wahr. Ihr habt Shoba vor einem Tod schlimmer als das Schicksal bewahrt.
Ich werde helfen. Ihr müsst versprechen. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Egal, versprochen. Nun geht und haltet nicht vor Aatrox Castrum an. Oh, was macht der jetzt? Das ist ein neues Event. Also, die Agentin Kilian Flammenpeitsch hat jetzt aus irgendeinem Grund die Tarstar-Dorfbewohner aufgerufen, hier zu der Festung aufzubrechen. Was denn? Nicht die hier, ne? Die hier vielleicht? Castrum? Hier im Wald gibt's noch eine Sehenswürdigkeit. Ach, da musste ich letztens erst hin. Für Kalatbolg, ne? Für Kalatbolg musste man hier hin. Okay. Einmal hier rauf. Die Sehenswürdigkeit holen. Gottes Hand. Mhm. Und dann gucken wir doch mal, wo die jetzt hin aufgebrochen sind. Ich gehe davon aus, dass die hier hingegangen sind. Oder? Wo sind die hin? Auf jeden Fall liegt in die Richtung jetzt hier die Wegmarke. Gut. Sieht eigentlich auch gut aus hier mit... Ah, ja. Was ist das jetzt hier noch? Wegmarke abtrünnigen Einöde. Die Flammenlegion erobert das Castrum zurück. Schnell, helft! Oh, das ist bestimmt schlecht! Die Flammenlegion erobert das Castrum zurück. Wo ist das Castrum? Da? Wahrscheinlich, ne? Weil da Schilder sind, heißt das so viel wie verteidigt dieses hier. Dann wollen wir mal unser Bestes geben. Aber das sieht wieder nach ziemlich viel Aua aus, wegen Feuer, weißt du, Ranger. Mhm, da ist ein Schamane. Gucken wir mal die jetzt einfach. Zack, 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 zack. Aus dem Hinterhalt, die haben das gar nicht kommen sehen. Die haben dich bestimmt für einen Char gehalten. Warum sollte man mich für einen Char halten? Das verstehe ich nicht. Naja, weil du groß bist und weil du laute Schritte machst. Und wahrscheinlich sind das genau die lauten Schritte, die auch die Char machen. Das ist eine Frechheit! Mm-mm, gar nicht. Sieht schon allein am Schuhwerk. Guck mal, du hast doch ein eisenbeschlagenes Schuhwerk. Und meistens haben die Char ja Klauen vorne dran. Und weil die ja auch ein bisschen modebewusst sind, sind die Klauen auch mit Eisen verstärkt. Also alles gut. Lichtbringer Tacitus Schwertschmetter. Da, den müssen wir schnell wieder aufstellen. Ein Lichtbringer. Lichtbringer gab es auch bei Guild Wars 1. Bin mal gespannt, ob es sowas jemals auch noch hier geben wird. So, Tacitus Schwertschmetter ist wieder in Ordnung. Und Salus Blutschwert auch. Wo wird hier jetzt noch gekämpft? Ach, wir müssen das Ganze einfach nur noch 47 Minuten lang halten. Und Tacitus Schwertschmetter hat sich hier schon wieder direkt in den Kampf geworfen. Na dann. Ich bin hier alleine momentan, ne? Aber ich glaube fast, dass irgendjemand das Event hier schon angefangen hatte zu spielen. Weil sonst hätten die doch schon mega lange liegen müssen eigentlich. So, sie patrouillieren. Und hier kommt keiner mehr hoch. Die Zeit läuft gleich ab. Oder spawnen die Gegner hier? Sieht nicht so aus. Was schreit denn der da unten so? Schamane Kuli, was ist mit dem los? Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Ja, wir haben Grund zum Feiern. Entspannt euch, die Flammenlegion braucht Zeit, um sich neu zu formieren. Danke, Legionär. Ohne die Hilfe eures Trupps hätten wir das Castrum nicht halten können. Wir schicken die Flammen gerne ins Grab. Aber eines Tages müsst ihr mir verraten, warum diese Route für den Orden so wichtig ist. Ja, das hätte ich jetzt aber auch mal gern gewusst. Einmal Rüstungsreparaturen, das mal gut. Flickt mal meine Rüstung, aha. Und was hat der hier so? Nicht so laut. Ja, ganz normale Sachen. Okay, schreiten wir zu neuen Taten. Einmal hier rüber zum Herzchen, zur Sehenswürdigkeit. Wir haben hier alles sonst, ne, aus der Ecke, ja. Und zum Speer. Zwei Sehenswürdigkeiten gibt es da sogar. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen nach unten. Oh, wartet. Wir nehmen das Platin, wenn es welches ist, mit, was es hier gibt. Eisen wäre jetzt auch toll gewesen. Rotwein, Eisen brauche ich nämlich auch noch. Ich brauche noch Cadmiumsalz. Aha! Cadmiumsalz. Und das kriegt man im Eisen, oder was? Jein. Das Cadmium-Salz bekommst du in Eisen nur dann, wenn du hier der Bifrost Band 3
freigeschaltet hast. Wenn du die legendäre Reise dafür machst. Ansonsten bekommst du den nicht. Das ist ja fies. Ansonsten könnte ich den ja schon sammeln, weißt du, wenn ich weiß, ich möchte den Bifrost machen. Und dann gehe ich einfach im Vorfeld schon mal das ganze Eisen holen. Nein, ich will keine Babybären töten. Ich werde den Babybären nicht töten. Oh, die Mama hat mich angegriffen. Ich kann nichts dafür. Verdammte Hacke, ich muss schnell weg. Oh, scheiße. Jetzt überlebt der Kleine nicht. Da ist es nur gnädig, wenn ich den auch töte. Das wollte ich nicht. Aber greift mich doch nicht an. Ich will doch nur eure Brandschutz... Eure Brandholzschößlinge, verdorri. Nicht die Brandschutzschößlinge. Aber ein paar Dorfbewohner, was ist mit dem passiert? Was ist das hier? Eine Kitzelbeerenpflanze. Hey, was ist das denn hier für ein Gezücht? Schon wieder ein Bär dabei, ne? Na klar. Guck nicht hin, Unwein, guck nicht hin. Ich habe leider keinen Mini-Bären. Ansonsten hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, das Junge, das nimmt jetzt der Utwein halt mit und zieht es auf und hat jetzt einen Bären. Jetzt hat der Utwein einen Bären. Ja, der Utwein hatte vorher auch schon einen Bären. So, die Dorfbewohner sammeln, glaube ich, irgendwas. Die Kitzelbeeren. Nimm mal eine Kitzelbeere. Ach, die Kitzel... Ah, alles klar, die Kitzelbeeren gehören zum nächsten. Ach, wunderbar. Deswegen muss man die Sträucher hier kaputt machen. Die bösen Sträucher hier. Prima. Gut, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Was soll ich denn sonst machen? Ach, ich soll auch noch die Bären töten, die über die Felder der Growle ziehen? Oh, das finde ich aber nicht schön. Das finde ich nicht schön. Das ist kein schönes Herzchen, finde ich. Da würde ich lieber die Kitzelbären nehmen. Aber jetzt steht da auch noch ein Veteran-Eichenherz bei den Kitzelbären. Kann der bitte weiterziehen? Bitte? Ach, ich werde den sonst gleich noch mit aktivieren hier. Versehentlich. Oh, ein Brandholzschößling. Ich habe Brandholzschößling gesagt. Und ohne mich zu versprechen. Juhu. Ach, ihr Bären, lasst den Utwein doch in Ruhe. Der will doch nur... Hör mal, da kriege ich jetzt aber gleich Plack. Hör mal, ich will doch nur den Brandholzschößling. Ach. Solche Macht. Ja, jetzt gibt's hier wieder Bärenfell. Und ich brauch das gar nicht. Oh, nein, echt schon? Schon? Ich hab doch gerade erst geguckt, da waren wir hier so unter der 1 oder der 2. Was? Weil wir schon wieder ein Herzchen abgeschlossen haben. Oh nein, wie geil. Utwein, wir brauchen hier nicht weiterzumachen. Ja, Moment. Ich will mir aber gleich erstmal meine Belohnung abholen. Ja, kein Problem. Ach, wie toll. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil wir die Events gespielt haben. Na klar. Und weil wir die Herzchen gemacht haben. Auch klar. So, jetzt muss ich ja erstmal wieder hin. Und zwar möglichst ohne die Bären zu aktivieren. Da sind noch ein paar bestimmt. Jetzt habe ich wieder völlig unnützes Material hier. Das ist klar. Diese Kitzelbären habe ich nämlich jetzt im Inventar. Und die werde ich sicherlich nicht verkaufen können. Oder abgeben können, oder? Doch, habe ich. Ah, Kitzelbeeren bringen, Sammler beschützen. Jo, habe ich gemacht. Oh, Kitzelbeeren sind gut. Hab mir schon gedacht. So, das hat denn der Dorfbewohner hier. Freund oder Feind? Sehr schön. Also, dann nehmen wir noch das Geld hier aus dem Herzchen raus. Und dann, genau, Belohnung der Stufe 70, persönliche Geschichte Kapitel 7 und... Freigeschaltet Verlies Story Flammenzitadelle. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte. Die Story-Instanzen schaltet man immer zuerst frei. Und wenn man die Story-Instanz gespielt hat, kann man auch die 3 bis 4 Wege, die dann das Verlies noch zusätzlich hat, also noch kleinere Nebengeschichten, auch noch machen. Man kann sie auch vorher schon machen, aber dann muss jemand anders das Verlies starten. Man selber kann es erst starten, die Wege, die sich dann später noch auftun, wenn man einmal die Story-Instanz gespielt hat. So, das nehmen wir an. Aber wir sind hier gar nicht fertig mit dem Herzchen. Ach, das, was gewackelt hatte, war das alte Herzchen. Stimmt. Sehr schön. Und ich habe wieder 16 Heldenpunkte bekommen. Großartig. Die wollen wir auch direkt ausgeben hier. Und zwar für die Verwüstung. Die werden schneller ausgegeben sein, als ich gucken kann. Aber immerhin, zur Hälfte haben wir das schon frei.
Oh, und wenn wir mit der Verwüstung fertig sind, dann kommen wir zum Herold. Sehr schön. Großartig. Oh, wartet mal, Level 70? Moment. Ach, 71. Knapp daneben ist auch vorbei. Okay, denn wenn der Utwein das dann auch noch frei hat, dann kann ich mich wirklich langsam mit einer Skillung beschäftigen, die ich gerne für den Utwein hätte. Ach, cool. Okay. Und noch ein bisschen intensiver natürlich auch mit den Waffen. So, hier nehmen wir noch was auseinander. Ich habe bestimmt noch mehr Zeugs, was ich hier verwerten kann. Handschuhe, Level 65. Ja, weg damit. So, und was haben wir hier sonst noch? Was will das Auge? Total rudimentär. Zwei Sachen, die ich nicht kaputt machen möchte. Ganz einfach. Huch. Geht nach Atrox Castrum und kämpft. Dann freut sich das Auge. Ja, Freude dem Auge. Was? Was ist denn da los? Oh, und was ist das da unten? Oh, was ist das da unten? Oh, das ist die Sehenswürdigkeit. Gottes Auge. Oh, Gottes Auge, alles klar. Das ist natürlich der Name, den die Grawle dem Ding gegeben haben, ne? Weil es ist wieder groß, es ist irgendwie besonders und das ist das Auge eines Gottes. Es kann gar nicht anders sein. So, wir müssen jetzt noch einmal da oben den Brandholzschößling holen und dann gucken wir uns an, was wir für Post bekommen haben, wahrscheinlich von unserem Mentor. Super. Okay, weg damit. Logan und Ridlock kämpfen an der Flammenzitadelle. Seid gegrüßt, mächtiger Held. Wir haben Nachricht von der nordöstlichen Front erhalten. Garon Balefeuer, Anführer der abtrünnigen Char der Flammenlegion, wurde bis zu den Toren seines Hauptquartiers bei der Flammenzitadelle zurückgetrieben. Ein militärischer Zusammenschluss aus Wachsamen, der Abtei Domant und des Ordens der Gerüchte versucht nun, die Tore zu stürmen. Logan Thackeray und Ridlock Brimstone wurden beide dorthin gesandt. Wenn man bedenkt, wie sie zueinander stehen, wäre es wohl besser, wenn jemand sie davon abhalten würde, sich gegenseitig umzubringen. Natürlich habe ich dabei an euch gedacht, allerdings weiß ich nicht, wer die größere Gefahr darstellt. Garon oder die beiden ehemaligen Verbündeten? Ich danke euch, euer Herold. Ach, wie schön. Ja, stimmt. Das ist wieder eine Einladung gewesen, hier die Story-Instanz zu machen. Dass wir einen neuen Geschichtsabschnitt meistern können, das steht nämlich hier. Der Pakt wird geschmiedet. Erstattet Traherne über die Expedition gegen Zaitan Bericht. Begebt euch nach Löwenstein, um neue Befehle entgegenzunehmen. Ich denke, das kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Deswegen reisen wir jetzt direkt sofort nach Löwenstein. Big Market Talknotenpunkt, ja. Das scheint wohl dem Ort am nächsten zu sein. So, hat ein bisschen länger gedauert. Lest Trahans Brief. Werter Freund, es wird Zeit, dass der Pakt mit vereinten Kräften gegen Zaitan zieht. Unser künftiges Hauptquartier ist bereits im Bau, doch in einer anderen wichtigen Angelegenheit benötige ich eure Meinung. Ich habe Vertreter aller drei Orden hergebeten, um Ihnen meine ersten Vorschläge zur Befehlsstruktur des Paktes, zu seiner Versorgung, seinen Kampfstrategien und anderen wichtigen Dingen zu unterbreiten. Ich brauche euch hier. Bitte trefft mich in Concordia, so schnell ihr könnt. Trahan. Was? Concordia, das ist doch gar nicht hier. Ich bin ja schon mal an Concordia vorbeigelaufen. Ach Mensch, du Concordia. Ich weiß gar nicht, sind wir wirklich schon mal in Concordia gewesen? Doch, wir sind in Concordia gewesen, das wusstest du besser als ich. Ja klar, das war doch das eine da. Ach Mensch, du, wo man nicht hinreisen kann, weil doch die Wegmarke kaputt ist. Wirklich?
Du hast recht, Odwin, die ausgewählte Wegmarke ist umkämpft. Ihr werdet zur nächsten freundlichen Wegmarke weitergeleitet. Hab ich's doch gesagt, Mensch, Ritter, jetzt hör doch mal auf mich! Mensch! Weißt du was? Ich renne nämlich dann immer in die falschen Richtungen und so. Es sind schließlich meine Füße, die dann die extra Wege in weißt du schon. Oh, Kiefernschößlinge. Ja, können wir dich damit versöhnen, ja? Ja, ist ja jetzt egal. Ich hätte ja sowieso hier hingemusst. Ach, dann ist ja gut. So, da ist Concordia. Und Concordia sieht ja so verdorben aus. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, Platinerz ist immer vorher noch mit. Und den Gebirgsgelk auch noch. Der schmeckt bestimmt gut. So, glaub, da ist er noch umgekippt. Ja, die Löwenstein-Musik war einfach noch nicht zu Ende. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Gebirgsgelk hier nicht aktivieren. So, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter hier mit Der Pakt wird geschmiedet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.